So, jo, so, wir kommen hier bei. So, ich gestern noch gezaubert. Bei Killing Floor 2. Halt. So, jetzt habe ich die nächsten 22 Videos. Oh, verkehrt rum. Egal. So, jetzt. So, egal, es gibt keine zweite Aufnahme. Ah ja, sehr cool. So, ich zeige jetzt die nächsten 22 Videos. Zeige ich halt. Ich damit. So, jetzt zeige ich halt, wo man 10 Items immer kriegt. Die Locations, 10 Items, Locations. In allen 22 Levels halt, die es bis jetzt gibt. So, gibt mir schon vorbereitet. So, hier habe ich mir aufgeschrieben. Halt, gibt halt 5 Levels. Da wäre besser, wenn man da 10 Wellen einstellt. Weil sonst manchmal verfasst man einen, gibt ja. Sonst, also wie gesagt, gibt 5 Levels und die haben unterschiedlich halt andere Räume und da sind manchmal nur 3 Gegenstände oder so. Ab und zu verpasst man einen oder was. Man muss ja dann, wenn man in einem Raum war, kommt man in den nächsten Raum rein, dann kann man die anderen immer kriegen. Die anderen Levels sind alle normal, dass man da locker 10 Gegenstände kriegen kann. So, meistens gibt da mehr, 15 bis 20 Gegenstände. Ja, angeblich irgendwo hat jemand schon mal 29 gefunden. Keine Ahnung, glaube ich nicht. So, ich zeige auf jeden Fall, wie nur, wenn man die ersten 10 kriegt. Ich habe immer 4 Wellen eingestellt. So, und die einzigsten Levels, die wo halt mehrere Räume haben, sind so eins der Abstieg, zwei bei Krampus versteckt, da öffnet sich ja später eine Tür. Dann der Albtraum hat mehrere Räume, Energiekern hat mehrere Räume. Und dann den findet man gar nicht, den einen Level heißt die Sektor, da muss man Modus Endlos einstellen, sonst kann man den nämlich nicht finden. Und da kommt man auch nur, da sind so Sperren, da kommt man nur manchmal dann weiter dann halt, wenn man die Runde gepackt hat. So, ich zeige jetzt halt alle, wo ich da finde, die Gegenstände. Ja, und viel Spaß bei den Videos. So, die Videos da, die werden irgendwo schmach, die sind dann halt ohne Gerede. Wenn da mal irgendwas ist, dann rede ich da vielleicht auch noch dabei. Ich habe die alle so gemacht, dass die auch nur so 2 Minuten immer gehen. Halt immer so bis 5 Sekunden, bis 10 Sekunden, bis man einen Gegenstand gefunden hat und dann der nächste halt, sodass man sich ungefähr merken kann, wo es ist. Halt. So, ja, dann viel Spaß dabei. Das wollte ich nämlich schon die ganze Zeit machen, weil Killing Floor ist halt mein Lieblingsspiel. Halt, und viel Spaß bei Killing Floor 2. Halt. So, alle Gegenstände, 10 Gegenstände. Und tschüss.